Ja, wunderbar. Der Tag hier, wunderschönes Wetter und wir haben der Frau Merkel einen sehr schönen Empfang bereitet. Sie sitzt jetzt momentan da oben und lässt sich von ihren Getreuen feiern. Und wir hier unten zeigen ihr aber, was wir von ihr halten, von ihrer Politik, die sich gegen unser Volk, gegen unser Land richtet. Das wollen wir beenden und das werden wir hier auf Sachsen bezogen spätestens im nächsten Jahr zwar nicht ganz beenden, aber zumindest einen deutlichen Dämpfer verpassen, indem wir hier die stärkste Partei in Sachsen werden. Und das hier macht Hoffnung, dass wir das Ziel erreichen. Wir hören jetzt hier gerade die Nationalhymne im Hintergrund. Das ist etwas, was uns ergreift. Wir sind die Partei, die für Deutschland steht, die für die Deutschen Politik macht. Und das sind die, die nicht für Deutschland Politik machen, sondern für irgendjemand anderen.